In diesem Video möchte ich nochmal die Mutation Coup de Grâce 1 und Coup de Grâce 2 zeigen, wo ihr die bekommt und was diese Mutation euch bringt und warum die eigentlich relativ wichtig ist. Wo befinde ich mich aktuell? Hier ist Coup de Grâce 1. Wir sind im unteren Garten. Das hier ist dieser Sumpf. Und hier ist diese Holzplanke, wo die Wolfsspinne drunter sitzt. Das hier ist der große umgefallene Eichenast. Und hier in dieser kleinen Wassernase, ne, ich gehe nochmal näher ran, hier unten, da findet ihr die Mutation. Ihr braucht aus meiner Sicht kein Tauchequipment. Wenn ihr ein Kiemrohr mitnehmen wollt, ist das allerdings nicht tragisch. Was ihr auf jeden Fall mitnehmen sollt, ist ein unterwasserfähiges Leuchtgerät, wie zum Beispiel eine Schleimlaterne. Die Brandstifterfackel dürftet ihr in dem Bereich noch gar nicht haben. So, unter so einem Blatt immer ein Hinweis, wenn Blätter irgendwo sind, kann da was Interessantes drunter sein. Und hier seht ihr gleich den Höhleneingang. Hier schwimmt ihr durch, gebt ein bisschen Gas. Hier wird einmal, muss man hier so ein bisschen um die Ecke schwimmen. Dann seht ihr da unten was leuchten. Dort ist nämlich ein Skep, den ihr mitnehmen könnt. Und wenn ihr dann einfach weiter schwimmt, kommt ihr in die Höhle des vierblättrigen Kleeblatts. Das Kleeblatt könnt ihr nicht fällen, ist aber ein Ort, der euch weiterhilft. Und ihr kriegt automatisch die Mutation Coup de Grâce. So, was macht Coup de Grâce? Wir gucken mal eben in die Status rein. Das ist Coup de Grâce. Und Coup de Grâce erhöht die kritische Trefferchance. Heißt, bei jedem Schlag besteht die etwas erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass euer Schlag kritisch und damit deutlich mehr Schaden macht. Es gibt verschiedene Rüstungen, wie ihr ja in den Rüstungsvideos vielleicht schon gesehen habt, die mit erhöhter kritischer Trefferchance auch nochmal deutlich mehr Schaden machen. Es gibt noch andere Mutationen, die auf diese kritische Trefferchance setzen und dadurch den Schaden nochmal erhöhen. Also ist die Kombination Coup de Grâce und manch andere Mutationen durchaus bei Bosskämpfen sinnvoll. In der Höhle findet ihr außerdem noch den ein oder anderen obersten Marmor, einen schönen obersten Quarzit, einen ganz normalen spröden Quarzit. Hier hinten ist noch ein bisschen Quarzit, hier ist noch ein Marmor, ne, spröde Sachen. Also sowas könnt ihr mitnehmen, das Kleeblatt, wie gesagt, könnt ihr nicht fällen. Gut, ja, und ansonsten war es das, Coup de Grâce 1, einfach wieder zurückschwimmen. Und wenn wir dann angekommen sind an der Oberfläche, machen wir einen kleinen Cut und gehen an die Stelle, wo es Coup de Grâce 2 gibt. Das dauert allerdings im Spiel ein ganz klein wenig länger. Man kann es natürlich beschleunigen, wie immer. Aber ich sag mal, wenn man normal spielt, kommt man zu Coup de Grâce 2 nicht gleich als Anfänger. Das hier kann man wirklich als Anfänger machen. Ihr seht keine Feinde. Hier ist bis auf die Spinnenecke hier. Na, da ist der Kopf oben drin. Na, könnt ihr hier erkennen. Also hier ist relativ einfach hinzukommen. Gut, okay, dann sehen wir uns jetzt gleich bei Coup de Grâce 2. So, wir sind mal eben durch den halben Garten gerannt, befinden uns an der schiefen Schaufel. Die kleine Rups hat die auch gerade erst entdeckt. Wo genau sind wir? Das hier ist der große Gasbereich, das ist der Campingtisch und genau auf den müssen wir auch drauf. Hier ist dieser rote Sandkasten. Hier in der Ecke laufen zwei Bombardierkäfer rum. Hier unten, also hier über die Kassette kommt man hier schön rüber. Ist auch ganz nah an dieser grünen Kassette. Hier schläft eine Wolfsspinne. Also insofern eine Gegend, die vielleicht nicht unbedingt für die Anfänger geeignet ist. Ameisenbau war hier irgendwo. Ist auch noch nicht erkannt, okay. Und ein paar Müffelwanzen. So, also an der Stelle befinden wir uns. Hier ist, wie gesagt, die schiefe Schaufel. Dafür braucht ihr schon mal eine Bombe. Wenn ihr nicht wisst, wie man Bomben herstellt, da gibt es ein schönes Video auf meinem Kanal. Ich verlinke euch das mal, wie man denn an Bomben kommt. Und dieser Stein, der hält diese Schaufel sozusagen fest. Und der muss einmal gesprengt werden. Es muss keine Fressbombe sein, es reicht eine normale. Dann ist der Stein kaputt, die Schaufel fällt um. Und man kann die Schaufel als Aufstieg für den Camping Tisch benutzen. Wir kommen ins Bienengebiet und den Weg habe ich mit Sicherheit schon in irgendwelchen Videos erklärt. Insofern machen wir hier einfach mal einen schnellen Vorlauf. Nachdem wir die Wachbienen überstanden haben, ihr braucht hier einen Hammer und zwar mindestens der Stufe 2. Denn dann müsst ihr mit dem Hammer hier auf den roten Knopf knallen. Das ist die Sicherung von dem Bügel.
von dieser Kiste. Und dann könnt ihr hier über den Bügel hochlaufen. Da hinten wabern übrigens noch Raw Sounds Punkte. Auch das ist wieder ein wichtiger Punkt, der dann freigeschaltet wird. So, das ist das Minotaurus-Labyrinth. Verpasst auch die Löcher hier auf. Ups. Weniger quatschen, mehr mich machen lassen. So, ihr kommt in das Minotaurus-Labyrinth. Auch dazu gibt es ja schon Videos auf meinem Kanal, nämlich wie es um den Picknicktisch-Chip geht. Fürchterliches Wort. Ich gehe hier mal ein bisschen langsamer, denn es geht ja heute um Coup de Grâce 2. Ups, du redest zu viel. So, das haben wir auch entdeckt. Achtung, die Bienen sind manchmal ein bisschen aggressiv. Hier sind noch Raw Science Punkte. Und Coup de Grâce 2 gibt es mit diesem Würfel. Und zwar müsst ihr den so verschieben, dass die 20, wo es auch immer ist, nach oben kommt. Er liegt auf der 20, ne? Das wird wohl das Problem sein. Hey, 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 ich mache hier gerade ein Video, ja? So, kurz mal eben die Bienen getötet. Also, der Würfel muss auf so geschlagen werden, am besten mit einem Hammer. Man kann aber auch mit der Armbrust zum Beispiel drauf schießen, dass die 20 oben liegt. Da ist die 20. Versuchen wir es mal. Klappt nicht immer auf Anhieb. Das war's. Ihr habt den Blitz gesehen und da ist die Mutation. Coup de Grâce 2. Ganz einfach. So, und im Status seht ihr, ne, doppelte Trefferchance. Und wenn man den jetzt ausrüstet, dann hat man eben eine erhöhte Chance auf Critical Hits. Wird hier leider nirgendwo angezeigt, aber sehr interessante Mutation. So, das soll es gewesen sein. Das war Coup de Grâce 1 und 2, relativ einfach. Und dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß beim Erkunden von Grounded. Wenn du noch mehr Tipps und Tricks zum Spiel Grounded haben möchtest, dann hinterlass gerne einen Kommentar. Hat dir dieses kurze Video gefallen, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du nichts mehr verpassen willst, gerne auch über ein Abo. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.